Lecția 22, partea 1. Să începem lecția cu câteva cuvinte noi. Ascultați și repetați. Der Anruf. Chemare telefonică. Der Apparat. Aparatul. 80. 80. Der Beamte. Funcționarul. Das Fernamt. Centrala telefonică. Das Ferngespräch. Convorbirea telefonică. Die Null. Zero. 60. 60. 70. 70. Der Teilnehmer. Abonatul. Telefonisch. Telefonic. Umständlich. Complicat, neplăcut, nepotrivit. Die Voranmeldung. Preavizul. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Frau Schmidt, Sie haben einen Anruf. Doamnă Schmidt, sunteți căutată la telefon. Schmidt am Apparat. Schmidt la telefon. Der Beamte im Rathaus ist sehr nett. Funcționarul de la primărie este foarte amabil. Meine Nummer hat eine Null. Numărul meu are un zero. Das weiße Kleid kostet 80 Mark. Rochia albă costă 80 de mărci. Herr Victor möchte ein Ferngespräch anmelden. Domnul Victor cere o convorbire interurbană. Bitte Schleswig 3214 mit Voranmeldung für Frau Rode. O convorbire cu preaviz cu Schleswig 3214 pentru doamna Rode, vă rog. Hier Fernamt Kiel. Aici centrala telefonică Kiel. Der Teilnehmer meldet sich nicht. Abonatul nu răspunde. Ich wohne in der Schulstraße 60. Locuiesc în strada școlii numărul 60. Das Gespräch ist telefonisch etwas umständlich. Discuția este complicată la telefon. Wir sind 70 Teilnehmer. Suntem 70 de abonați. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Acest funcționar este foarte amabil. Dieser ist sehr nett. Dieser Beamte ist sehr nett. Vă rog să vorbiți cu el la telefon. Sprechen Sie bitte mit ihm. Sprechen Sie bitte telefonisch mit ihm. Mulțumesc că m-ai sunat. Danke für den Anruf. Cine e la telefon? Wer ist am Apparat? Centrala telefonică din Kiel a răspuns. In Kiel meldet sich. Das Fernamt in Kiel meldet sich. O convorbire interurbană cu Berlin, vă rog. Bitte nach Berlin. Bitte ein Ferngespräch nach Berlin. Care este numărul abonatului? Wie ist die Nummer des Teilnehmers? Firma are 60 sau 80 de calculatoare. Die Firma hat oder Computer. Die Firma hat 60 oder 80 Computer. Aici este 04. Hier steht 4. Hier steht 04. Această discuție este foarte neplăcută pentru mine. Dieses Gespräch ist für mich sehr umständlich. Suntem 70 de abonați. Wir sind Teilnehmer. Wir sind 70 Teilnehmer. O convorbire cu preaviz, vă rog. Ich will ein Gespräch mit Voranmeldung. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. Hier ist ein guter Bleistift. Aici este un creion bun. Dort liegt ein guter Roman.
Acolo este un roman bun. Sie hat ein gutes Buch. Ea are o carte bună. Dort ist ein gutes Geschäft. Acolo este un magazin bun. Hier ist eine gute Schreibmaschine. Aici este o mașină de scris bună. Dort liegt ein guter Füller. Acolo este un stilou bun. Sie liest eine gute Zeitung. Ea citește un ziar bun. Ich suche einen guten Wagen. Eu caut o mașină bună. Wir suchen einen guten Stadtplan. Noi căutăm o hartă a orașului bună. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. Este vorba de o treabă urgentă. Ich brauche eine genaue Auskunft. Am nevoie de o informație corectă. Das ist ein dringendes Gespräch. Aceasta este o convorbire urgentă. Er hat gerade eine wichtige Konferenz. El tocmai are o conferință importantă. Sie wohnt in einem großen Hotel. Ea locuiește într-un hotel mare. Er wohnt in einer großen Wohnung. El locuiește într-o locuință mare. Wir wohnen in einem großen Wohnblock. Locuim într-un bloc mare. Hier ist die Adresse eines guten Kinos. Aici este adresa unui cinematograf bun. Dort ist die Tasche einer alten Dame. Acolo este geanta unei femei în vârstă. Können Sie mir die Adresse eines guten Geschäfts geben? Puteți să-mi dați adresa unui magazin bun? Können Sie mir die Adresse einer guten Bank geben? Puteți să-mi dați adresa unei bănci bune? În continuare, completați propozițiile următoare cu adjectivele la forma corespunzătoare. Aici este un creion bun. Hier ist ein Bleistift. Hier ist ein guter Bleistift. Aici este o carte bună. Hier ist ein Buch. Hier ist ein gutes Buch. Aici este un trabuc bun. Hier ist eine Zigarre. Hier ist eine gute Zigarre. Eu caut o mașină bună. Ich suche einen Wagen. Ich suche einen guten Wagen. Eu caut un hotel bun. Ich suche ein Hotel. Ich suche ein gutes Hotel. Caut o secretară bună. Ich suche eine Sekretärin. Ich suche eine gute Sekretärin. El locuiește într-un hotel mare. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem großen Hotel. Locuim într-o locuință mare. Wir wohnen in einer Wohnung. Wir wohnen in einer großen Wohnung. Ea lucrează la noua centrală telefonică. Sie arbeitet in einem Fernamt. Sie arbeitet in einem neuen Fernamt. Aici este adresa unei cunoștințe vechi. Das hier ist die Adresse eines Bekannten. Das hier ist die Adresse eines alten Bekannten. Aici este adresa unei mătuși în vârstă. Dort ist die Adresse einer Tante. Dort ist die Adresse einer alten Tante. Acesta este creionul unui copil mic. Das ist der Bleistift eines Kindes. Das ist der Bleistift eines kleinen Kindes. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Aceasta este o informație importantă. Das ist eine wichtige Auskunft. Ea are o mașină de scris germană. Sie hat eine deutsche Schreibmaschine. Aici este o scrisoare importantă pentru dumneavoastră. Hier ist ein wichtiger Brief für Sie.
Dumneavoastră aveți o convorbire importantă. Sie haben einen wichtigen Anruf. Acesta este un scriitor cunoscut. Das ist ein berühmter Schriftsteller. El citește o revistă germană. Er liest eine deutsche Zeitschrift. Am nevoie de o informație corectă. Ich brauche eine genaue Auskunft. Este vorba de o treabă urgentă. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. El tocmai are o conferință importantă. Er hat gerade eine wichtige Konferenz. Aș dori adresa unei fete germane. Ich möchte die Adresse eines deutschen Mädchens. Locuim într-o casă mică. Wir wohnen in einem kleinen Haus. Avem o secretară bună. Wir haben eine gute Sekretärin. Să ne îmbogățim vocabularul cu câteva expresii și verbe noi. Den Hörer auflegen. Apoi receptorul jos. Buchstabieren. A pronunța pe litere. Fürchten. A se teme, a fi frică. Wählen. A forma un număr. Wiederholen. A repeta, a recapitula. Nichts zu danken. N-ai pentru ce, pentru nimic. Zählen. A număra. Iată cuvintele în propoziții. Legen Sie bitte den Hörer nicht auf. Vă rog, nu puneți jos receptorul. Er buchstabiert deinen Namen. El îți pronunță numele pe litere. Ich fürchte, dass er nicht kommt. Mi-e teamă că nu va veni. Sie wählt die Nummer 009 und das Fernamt meldet sich. Ea formează 009 și centrala răspunde. Die Sekretärin wiederholt die Nummer. Secretara formează numărul încă o dată. Wir zählen 50, 60, 70, 80, 90, 100. Numărăm 50, 60, 70, 80, 90, 100. Danke für das Gespräch. Mulțumesc pentru convorbire. Nichts zu danken. N-aveți pentru ce. Completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Secretarea nu pune receptorul jos. Die Sekretärin? Nicht. Die Sekretärin legt den Hörer nicht auf. Abonatul își pronunță numele pe litere. Der Teilnehmer seinen Namen. Der Teilnehmer buchstabiert seinen Namen. Mi-e teamă că este nepotrivit să discutăm asta la telefon. Das ist telefonisch etwas umständlich. Ich fürchte, das ist telefonisch etwas umständlich. El formează numărul colegului său. Die Nummer seines Kollegen. Er wählt die Nummer seines Kollegen. Ați putea să repetați această informație? Können Sie bitte diese Auskunft? Können Sie bitte diese Auskunft wiederholen? Părinții numără banii. Die Eltern? Das Geld. Die Eltern zählen das Geld. Mulțumesc pentru discuție. N-ai pentru ce. Danke für das Gespräch. Danke für das Gespräch. Nichts zu danken. Acum traduceți propozițiile din germană în română. Ich brauche eine genaue Auskunft über die neuen Zollbestimmungen. Am nevoie de informații exacte despre noile dispoziții vamale. Ich fürchte, das ist telefonisch etwas umständlich.
Mi-e teamă că este nepotrivit să discutăm asta la telefon. Herr Müller möchte ein Gespräch anmelden und wird 006. Domnul Müller vrea să comandă o convorbire și formează 006. Fernamt Kiel. Centrala telefonică Kiel. Hier Kronshagen, 765432. Bitte Berlin, 1234567. Mit Voranmeldung für Frau Weiland. Aici Kronshagen, 765432. O convorbire cu preaviz pentru doamna Weiland, Berlin, 1234567, vă rog. Buchstabieren Sie den Namen, bitte. Pronunțați numele pe litere, vă rog. W wie Waldemar. W ca Waldemar. E wie Eva. E ca Eva. I wie Ida. I ca Ida. L wie Ludwig. L ca Ludwig. A wie Anton. A ca Anton. N wie Norbert. N ca Norbert. D wie Dora. D ca Dora. Ich wiederhole. Berlin 1234567 mit Voranmeldung für Frau Weiland für 765432 Kronshagen. Repet, o convorbire cu preaviz pentru doamna Weiland, Berlin, 1234567. Sunt 765432 Kronshagen. Soll ich den Hörer auflegen? Să pun jos receptorul? Nein, bleiben Sie bitte am Apparat. Nu, rămâneți, vă rog, la aparat. Der Teilnehmer ist jetzt am Apparat. Bitte sprechen. Abonatul a răspuns. Vorbiți, vă rog. Eine Uhr zählt jetzt die Minuten. Un ceas numără acum minutele. Danke für das Gespräch. Mulțumesc pentru convorbire. Nichts zu danken. N-aveți pentru ce. Ultimul exercițiu al acestei lecții este o traducere din română în germană. Aveți o convorbire urgentă. Sie haben einen dringenden Anruf. Funcționarul german ridică receptorul. Der deutsche Beamte nimmt den Hörer ab. Ea scrie colegului ei o scrisoare importantă. Sie schreibt ihrem Kollegen einen wichtigen Brief. Părinții mei numără doar bani. Meine Eltern zählen nur Geld. El este tot după masă la o conferință importantă. Er bleibt den ganzen Nachmittag in einer wichtigen Konferenz. Peste o jumătate de oră mă duc la poștă. Ich gehe in einer halben Stunde zur Post. Domnul Müller ar dori să vorbească cu doamna Weiland. Herr Müller möchte mit Frau Weiland sprechen. El formează 06 și centrala răspunde. Er wählt 06 und das Fernamt meldet sich. El cere o convorbire cu preaviz. Er will ein Gespräch mit Voranmeldung. El îi spune numărul și apoi numărul abonatului. Er sagt seine Nummer und dann die Nummer des Teilnehmers. Apoi trebuie să-și pronunțe numele pe litere. Dann muss er seinen Namen buchstabieren. Funcționarul repetă numele. Der Beamte wiederholt den Namen. El nu trebuie să pună jos receptorul. Er soll den Hörer nicht auflegen. Abonatul răspunde imediat. Der Teilnehmer... Lecția 22, partea a doua. Traduceți din germană în română. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Kurz? Nu vreți să luați loc, domnule Kurz? Danke, aber nur für einen Augenblick. Mulțumesc, dar numai pentru o secundă. Ich muss noch zur Post gehen und Briefmarken holen. Trebuie să mă mai duc la poștă după timbre. Ich fahre nachher dorthin. Mai târziu mă duc acolo. Wollen Sie mitkommen? Vreți să veniți cu mine? Gern. Fahren Sie in die Stadt?
Cu plăcere. Mergeți în oraș? Ja, ich muss in einer halben Stunde meine Frau abholen. Sie ist bei ihrer Tante. Da, într-o jumătate de oră trebuie să o iau pe soția mea. Ea este la mătușa ei. Hat ihre Frau hier in Hamburg Verwandte? Soția dumneavoastră are rude aici în Hamburg? Să repetăm un alt text. Traduceți din română în germană. Domnul Victor merge la domnul și la doamna Kurt. Herr Victor geht zu Herrn und Frau Kurz. El sună. Er klingelt. Domnul Kurz deschide ușa. Herr Kurz macht ihm die Tür auf. Mă scuzați că vă deranjez. Entschuldigen Sie, dass ich störe. Nu deranjez deloc, domnule Victor. Sie stören durchaus nicht, Herr Victor. Nu vreți să intrați? Wollen Sie nicht hereinkommen? Azi nu am seară. Pot să le cer împrumut pe ale dumneavoastră? Ich habe heute keine Zeitungen. Darf ich mal Ihre leihen? Pe care le doriți? Die Welt sau Bild? Welche möchten Sie? Die Welt oder Bild? Aș dori Die Welt. Ich möchte die Welt haben. În continuare, traduceți următorul text în română. Unser Reihenhaus ist in der Blumenstraße. Casa noastră șir este în strada florilor. Daneben steht ein Wohnblock. Lângă este un bloc. Wollen Sie es sehen? Vreți să vedeți? Dann zeige ich es Ihnen. Atunci vă arăt. Wir stehen jetzt vor dem Haus. Acum suntem în fața casei. Es hat drei Stockwerke und es liegt in einem Garten. Are trei etaje și grădină. Unten im Erdgeschoss sind die Garagen. Jos la parter sunt garajele. Dort steht der neue Wagen meiner Frau. Acolo este noua mașină a soției mele. Die Wohnungen an der Südseite des Hauses haben Balkons. Locuințele de pe partea sudică a casei au balcoane. Auf dem Dach können Sie eine neue Antenne sehen. Pe acoperiș puteți vedea o antenă nouă. Kommen Sie bitte jetzt mit uns ins Haus. Veniți cu noi în casă acum, vă rog. Hinter der Haustür ist die Kellertreppe. În spatele ușii de la intrare sunt scările de la pivniță. Bitte legen Sie jetzt ab. Hier ist die Garderobe. Dați-vă jos patonul. Aici este garderoba. Acum urmează o scurtă recapitulare a verbelor reflexive. Traduceți în germană. De ce nu te speli cu săpun? Warum wäschst du dich nicht mit Seife? Ei se cunosc bine. Sie kennen sich gut. Mă spăl pe față și pe mâini. Ich wasche mir das Gesicht und die Hände. Domnii își iau rămas bun. Die Herren verabschieden sich. Mă dezbrac repede. Ich ziehe mich schnell aus. Ne așezăm pe terasă. Wir setzen uns auf die Terrasse. Nu mă pot obișnui cu clima. Ich kann mich an das Klima nicht gewöhnen. Ea se spală pe dinți. Sie putzt sich die Zähne. Domnul Victor se prezintă. Herr Victor meldet sich. În continuare, ascultați următorul text cu atenție. Das Telefon klingelt in der Wirtschaftsabteilung des rumänischen Generalkonsulats. Die Sekretärin nimmt den Hörer ab und meldet sich. Rumänisches Generalkonsulat. Hier Firma Kodak. Victor am Apparat. Kann ich Herrn Konsul Kurz sprechen? Der Herr Konsul Kurz ist leider im Augenblick nicht im Büro. Er ist gerade in einer wichtigen Konferenz. Wissen Sie, wann er zurückkommt? Das ist unbestimmt. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja,
Sagen Sie ihm bitte, er möchte mich so bald wie möglich anrufen. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. Wie sind Sie zu erreichen? Unter der Nummer 793267. Ich bin den ganzen Nachmittag in meinem Büro. Am Nachmittag ruft Herr Kurz Herrn Viktor an. Hier Kurz. Hier Viktor. Hallo, Herr Viktor. Was möchten Sie? Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. Ich brauche eine genaue Auskunft darüber. Ich fürchte, das ist telefonisch etwas umständlich. Können Sie nicht zu mir ins Büro kommen? Gern. Wann passt es Ihnen? Am besten morgen früh zwischen 10 und 11 Uhr. Gut. Ich bin um 10:30 bei Ihnen, Herr Konsul. Danke für Ihren Anruf. Nichts zu danken, Herr Viktor. Auf Wiedersehen. Traduceți următoarele propoziții în limba română. Herr Müller möchte mit Frau Weiland in Berlin sprechen. Domnul Müller ar dori să vorbească cu doamna Weiland din Berlin. Er wählt 006 und das Fernamt meldet sich. El formează 006 și centrala răspunde. Er meldet ein Gespräch nach Berlin an. El cere o convorbire cu Berlin. Er sagt seine Nummer und dann die Nummer des Teilnehmers. El îi spune numărul și apoi numărul abonatului. Dann muss er seinen Namen buchstabieren. Apoi trebuie să-și pronunțe numele pe literă. Der Beamte wiederholt den Namen. Funktionarul repetă numele. Frau Weiland soll den Hörer nicht auflegen. Doamna Weiland nu trebuie să pună jos receptorul. Nach einigen Minuten spricht Herr Müller mit Frau Weiland. După câteva minute, domnul Müller vorbește cu doamna Weiland. Acum, traduceți următoarele propoziții din română în germană. Este vorba despre noile dispoziții vamale. Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. Dar este cam complicat de a discuta telefonii despre asta. Aber das ist telefonisch etwas umständlich. Domnul Viktor trebuie să vină mâine între 10 și 11 la domnul consul Kurz la birou. Herr Viktor soll morgen zwischen 10 und 11 Uhr zum Konsul Kurz ins Büro kommen. Peter formează numărul colegului său. Peter wählt die Nummer seines Kollegen. Puteți să-mi dați firma Kodak? Können Sie mich mit der Firma Kodak verbinden? La firma Kodak nu răspunde nimeni. In der Firma Kodak meldet sich keiner. Puteți repeta această informație? Können Sie diese Auskunft wiederholen? Peter sună cât se poate de repede. Peter ruft so bald wie möglich an. El este toată după masă la conferință importantă. Er ist den ganzen Nachmittag in einer wichtigen Konferenz. Arăt funcționarului pașaportul meu. Ich zeige dem Beamten meinen Pass. Este vorba despre o treabă urgentă. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. Fratele meu numără doar bani. Mein Bruder zählt nur Geld. Despre aceasta am nevoie de informație exactă. Ich brauche eine genaue Auskunft darüber. Mi-e teamă că el nu vine azi. Ich fürchte, dass er heute nicht kommt. Cunosc o doamnă amabilă. Ich kenne eine nette Dame. Iar eu cunosc un domn amabil. Und ich kenne einen netten Herrn. Despre ce vorbește secretara ta? Wovon spricht deine Sekretärin? Vorbește despre concediul ei. Sie spricht von ihrem Urlaub. Unde vă pot găsi? Wie sind Sie zu erreichen? La numărul 793267.
unter der Nummer 793267. Vă sun din nou peste o oră. In einer Stunde rufe ich zurück. În încheierea lecției urmează exercițiul de pronunție. NG. Bestimmungen. Dringend. Zeitungen. Wirtschaftsabteilung. Mädchen. Gespräch. Anträge. Mäntel. Zählen. Sekretärin. Fürchten. 50. Darüber. Möglich. Hören.